So, die Stimme ist nochmal neu geölt. Und dann gehen wir rein in die letzten beiden Viertelfinalpartien. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund jetzt. Geleitet wird die Partie von David Jackson. Die Leipziger ja im Achtelfinale mit 2:1 gegen RB Leipzig erfolgreich. Dortmund nach Elfmeterschießen gegen Schalke gewonnen. Und jetzt führt die Hertha direkt mal. 20 Sekunden gespielt. Hier sehen wir es nochmal. Ballverlust im Aufbauspiel. Und dann Dion Abzazi mit dem 1:0 für Hertha BSC Berlin. Die Dortmunder ja ein bisschen Glück gehabt im Achtelfinale. Quasi mit der Schlusssirene Jona Husek das 3:3 erzielt und dann im 9-Meter-Schießen die Oberhand behalten. Gegen den Reviernachbarn, gegen Schalke. Aber jetzt liegen sie mit 2:0 zurück. Hertha eiskalt. Schöne Kombination und dann mit dem Außenriss. Technisch ganz fein gemacht. So wollte der BVB nicht in diese Partie starten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und der nächste Angriff rollt. Wieder die Hertha. Und wieder drin. Das gibt's ja nicht. 1,5 Minuten sind gespielt. Und die Hertha führt mit 3:0. Unfassbar. Sinan Akan. Eieieiei. Das wird jetzt aber mal eine ganz, ganz schwere Aufgabe für den BVB. Haben jetzt auch direkt den 5. Feldspieler gebracht. Niklas Düring. Versucht es da mal, aber alle erstmal abgeblockt. Nächster Angriff, Möglichkeit. Aber pariert vom Schlussmann der Hertha. Aber Dortmund kommt jetzt besser rein in die Partie. Hertha wechselt zum ersten Mal. Riskanter beim Ballbesitz der gegnerischen Mannschaft so nah am eigenen Tor. Konnten sie aber nicht ausnutzen. Schussversuch jetzt, Luftloch getreten und dadurch läuft die nächste Kontermöglichkeit wieder die Hertha. Zweikampf allerdings nicht gepfiffen, dadurch die Möglichkeit auf der anderen Seite. Geht knapp am Kasten vorbei. Aber dafür jetzt! Dafür jetzt nur noch 1:3. Schön quergelegt. Und dann Isaac Waku mit dem 1:3. Na, das geht ja munter los hier. Genau so hatten wir uns das vorgestellt. Und dass hier große Aufholjagden möglich sind, das hat ja schon die ein oder andere Mannschaft gezeigt im Turnierverlauf. Da denke ich vor allen Dingen an die Kölner gegen Fortuna Düsseldorf im Achtelfinale. Hat dann allerdings leider im 9-Meter-Schießen nicht gereicht. Aber auch die Geißböcke hier an 3-Tore-Rückstand aufgeholt nach 4:1. Noch 4:4 nach regulärer Spielzeit. Dann auch mit 6:5 verloren. Aber wenn der BVB das schaffen will, dann dürfen die sich solche Ballverluste natürlich nicht erlauben. Und die Hertha nutzt es nicht. Schlampig ausgespielt, aber vielleicht diesmal nächste Chance und wieder schlampig. Also, da hätten sich die Dortmunder nicht beschweren dürfen, wenn die Berliner hier auf 4:1 stellen. Zweimal die Riesenmöglichkeit für die Hauptstädter.
Hier sehen wir es nochmal. Na, das war jetzt gerade das Foulspiel da an der Bande. Das Schieben in den Rücken. Nichts Wildes, aber natürlich nicht regelkonform. Große Möglichkeit. Da wieder für den BVB. Kurz vor der Linie noch gerettet. Der BVB wechselt. Schenkt dadurch den Einschuss her. Dauert zu lange. Ballbesitz wieder für die Berliner. Schön gemacht da an der Bande Abschluss. Ist noch vorbei, aber der zweite Ball ist noch heiß. Jonas Husek ist da mit einem Mitspieler im Zweikampf, kann sich durchsetzen für die Dortmunder. Aber ganz so einfach. Auch der Ballverlust wieder für den Helden aus dem Achtelfinale gegen den BVB. Ja, erst das 3:3 erzielt mit dem Schlusspfiff und dann auch den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Klasse Spiel. Der Nummer 4 des BVB. Jetzt schon wieder den Ball. Möglichkeit Keeper, macht aber den Winkel gut kurz, gut klein. Und deshalb kommt Husek da nicht. Zum Abschluss die Hertha jetzt vielleicht mal wieder in der Offensive. Nein, und das ist das Überzahlspiel für den BVB. 2 gegen 1. Quergelegt Husek. Nutzt es aus. 3:2 Anschlusstreffer. Jonas Husek, klasse Zusammenspiel mit dem Kapitän. Mit Nike Ludwig. Klasse quergelegt im 2 gegen 1. Genau so muss man das spielen. Das ist Hallenfußball par excellence. Das ist Überzahlspiel par excellence. 3:2 nur noch. Der BVB ist zurück im Spiel. Harter Zweikampf da an der Bande jetzt. Knallt er voll mit dem Kopf gegen die Bande. Da muss ein Betreuer auch kommen. Bleibt da liegen. Daniel Stein vom BVB. Da haben wir es nochmal, die Szene. Da und jetzt zack. Voll mit der Schläfe gegen die Bande. Das kann auch ganz schnell böse enden. Unterstelle ich seinem Gegenspieler jetzt mal keine Absicht. Das war im Zweikampf. Das kann mal passieren. Die Spieler wissen natürlich auch K.O.-Phase. Jetzt wird's heiß. Trotzdem natürlich sehr, sehr schmerzhaft für die Nummer 13 des BVB. Ball rollt aber wieder. Wenn ich da in Richtung Ersatzbank schaue, dann steht Stein da auch schon wieder. Sieht nicht so aus, als wäre er großartig benommen. Während wir hier die nächste gute Chance für den BVB sehen. Henry Blank versucht es aus der zweiten Reihe. Knapp drüber. Ah, klasse Ballmitnahme da. Bringt allerdings nichts ein. Joel da Silva Chiala war das für die Hertha. Ganz feine Technik. Ist ja für die Hertha in diesem Spiel ganz ungewöhnlich. Schon 2 Gegentore kassiert. Zuvor ja im ersten Spiel sogar 0 gespielt, danach jedes Mal nur einen Gegentreffer kassiert. Defensiv sind sie stark, haben eine ganz, ganz robuste Truppe. Das haben wir ja schon des Öfteren gesagt hier im Turnierverlauf. Und das ist eben der große Vorteil der Hertha, dass sie mit ihren körperlich starken Spielern so gut dagegenhalten können und die Mannschaft von ihren Toren weghalten können. Aber der BVB hat das schon 2-mal gut gemacht in dieser Partie. Und sie wollen oder beziehungsweise müssen ja sogar das Ganze noch ein drittes Mal nutzen, wenn ihr nicht im Viertelfinale Schluss sein soll. Für den Vizemeister der Fußball-Bundesliga bei den Herren des letzten Jahres. Aber erstmal kommt wieder Hertha. Daniel Dubek ist da, allerdings abgepfiffen. Foulspiel da an der Bande vom Kapitän Michel Ludwig.
Freistoß also für die Hertha. Zeit steht. Knappe 6 Minuten haben wir noch. Kurz nochmal Klärungsbedarf da von David Jackson. Aber das ist eben genau die Linie, die die Schiedsrichter in diesem Jahr fahren. Die Fouls, die Zweikämpfer an der Bande werden rigoros abgepfiffen. Das finde ich aber auch gut so. Sonst passiert nämlich das Häufigeren, so etwas wie eben, dass man da mit dem Kopf gegen die Bande knallt. Möglichkeit für die Hertha. Nachschuss, erster Ball aber gehalten. Nachschuss geht dann über das Tor. Somit keine Gefahr. Dortmund gut gemacht von Ludwig. Abschlussmöglichkeit von Blank. Wird pariert. Erstmal vom Keeper der Hertha. Und jetzt. Ah, da war eigentlich viel mehr drin. Jetzt bleiben sie aber mal. Zweiter Ball ist bei der Hertha wieder. Spielen sie dann aber wieder schlampig aus. Also wenn man was bemängeln muss bei den Herthanern, dann ist es das Überzahlspiel. Wenn sie mal kontern können. Das war jetzt schon 2-3 Mal der Fall. Dass sie das nicht ausnutzen können, machen sie Dortmund noch besser. Erstmal geblockt in dieser Situation. Jona Husek setzt sich da wieder mal stark durch an der Bande. Gefällt mir gut. Die Nummer 4 der Dortmunder. Immer aktiv, immer torgefährlich. Und auch in der Defensive immer da. Nächstes Foulspiel da an der Bande. Wieder abgepfiffen. Glück gehabt für die Hertha hier. Abgefälschter Schuss von Jona Husek. Und deshalb gibt es den Eckball für die Dortmunder. Da wechseln jetzt mal beide. Bisschen Chaos da. Möglichkeit für den BVB. Geht aber knapp am Kasten vorbei. Das wäre vielleicht mal die Möglichkeit gewesen, die Hertha da unsortiert nach ihrem Wechsel. Aber nicht genutzt von den Schwarz-Gelben in dieser Situation. Jetzt mal gut freigespielt, die Möglichkeit. Ballannahme nicht optimal von Filmen. Und deshalb die Abschlussmöglichkeit. Nicht wirklich optimal, diesmal besser gemacht. Und direkt die Chance für den BVB. Aber zu unplatziert der Abschluss. Aber Dortmund will hier und Dortmund muss. Und Dortmund kann. Das ist der Ausgleich. 3:3. Ayuka Nwomengo. Und jetzt ist hier richtig Feuer drin. Aber Hertha auf der anderen Seite. Gute Möglichkeit. Dion Ayvazi. Abgeblockt, Flanke. Knapp am Tor vorbei. Jetzt geht's hier richtig rund. Hier sehen wir noch mal den Ausgleich. Schön nach innen gezogen, einen aussteigen lassen. Und dann trocken der Abschluss mit dem rechten Fuß. Keine Chance zur Abwehr da. 3:3. Ja, hier das Aufeinandertreffen der beiden Teams mit den meisten Titeln in der Freeway Cup-Historie. Die Dortmunder dreimal erfolgreich. 2007. Entschuldigung, dreimal im Finale. Natürlich nicht das Duell der beiden Sieger mit den meisten Finalteilnahmen. Die Dortmunder ja unterlegen gewesen in den letzten Jahren gegen den 1. FC Köln. Die Hertha allerdings Rekordsieger. Das hat gestimmt. 4-mal erfolgreich. Der letzte Triumph war aber auch schon 8 Jahre her, im Jahr 2012. Zuletzt im Finale waren sie vor 5 Jahren, im Jahr 2015. Das wollen sie natürlich beenden, diese Serie. Wollen endlich mal wieder hier um den Titel spielen. Das Auftreten bisher hat uns überzeugt.
Und dann kommt es jetzt in den K.O.-Spielen, gerade gegen die guten Gegner, gegen Dortmund. Und wer dann noch so kommen sollte, da sind das ganz, ganz kleine Nuancen, die da über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das sind dann eben auch so Dinge wie die mangelhafte Chancenverwertung in diesem Spiel. Also wie gesagt, die Herthaner hätten ja auch schon ein, zwei Tore mehr schießen können, wenn sie ihre Konter besser ausgespielt hätten. So steht es weiterhin nur 3:3. EVB ist also wieder dran. Lagen ja ganz, ganz früh zurück in dieser Partie. 3:0 sogar. Und wir gehen in die letzte Minute. 3:3. Dortmund versucht jetzt hier die Lücke zu finden. Bauen das Spiel ganz, ganz ruhig auf über den Kiewer Keeper. Ball mal in die Spitze. Dann ist aber Robert quasi drauf da. Keine Aufgabe für den Keeper. Und gehen wir hier schon wieder ins 9-Meter-Schießen. Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Nicht irritieren lassen, unsere Uhr hier stimmt nicht ganz im Spiel, die steht. 6 Sekunden noch, nochmal Dortmund. Aber jetzt vielleicht nochmal die Chance. Nein! Das Spiel ist aus. Quasi mit dem Schlusspfiff nochmal die Riesenchance für Hertha.